Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deinen Monatsbotschaften für den September 2020. Wow, welche Energien stehen hier für dich bereit? Ein gebrochenes Herz? Vielleicht hast du hier endlich die Möglichkeit oder den Mut auch, eine vergangene Situation, die dir Schmerzen bereitet hat, zu verarbeiten. Wir haben hier die Traurigkeit. Vielleicht geht es für dich auch im September um eine Trennung, um eine Kündigung, um einen Abschied in jedem Lebensbereich. Ich habe hier noch den Kampf, Nein zu sagen. Ich habe den Perfektionismus, das Wahren der Fassade, der Oberfläche. Die Angst davor, sich gewisse Dinge einzugestehen, vielleicht auch gewisse Schwächen einzugestehen, vielleicht auch einen gewissen Schmerz einzugestehen, lieber Wassermann. Das Wegrennen vor Problemen, das Wegrennen vor Konflikten, vielleicht der innere Konflikt mit der Konfrontation dir selbst gegenüber oder gegenüber einer anderen Person. Wir haben die 8 der Münzen, Erdenergie, Jungfrau. Das Arbeiten an einer gewissen Sache, an einer Thematik. Die 7 der Kelche, Sternzeichen, Skorpion. Illusionen, Täuschung, mehrere Optionen, Traumschlösser, Wunschvorstellungen. Vielleicht erarbeitest du dir knallhart eine Fassade, ein Luftschloss, um gewisse Dinge zu deckeln, lieber Wassermann, um gewisse Dinge zu unterdrücken. Die Königin der Schwerter, Luftzeichen, Waage, Wassermann, Zwilling. In Kopflage. Die eigene Entscheidungskraft wird hier untergraben, lieber Wassermann. Was hast du vor? Was bezweckst du damit? Fünfte Schwerter, Sternzeichen Wassermann, der Herrscher, Ass der Schwerter, Wassermann Waage Zwilling. Lieber Wassermann, ich habe hier das Gefühl, dass du Angst hast, Macht und Stärke missbrauchen zu können. Deswegen hältst du dich ja klein. Kann auch sein, dass du dich hier absichtlich verletzt durch irgendwelche Handlungen oder dadurch, dass du dir irgendetwas untersagst oder dass du gewisse Bedürfnisse deckelst, dass du gewisse Themen nicht in die Heilung, in die Verarbeitung bringst, um wieder in deine Kraft und in deine Stärke zu finden. Lieber Wassermann, das ist ein höchst manipulatives Spiel dir gegenüber, einer anderen Person gegenüber. Ich habe viele Menschen schon kennengelernt, die wirklich
das Leben und so denken, ja, mit dieser Angst vor der eigenen Kraft, vor dieser eigenen Stärke, auch die Angst davor, also die Angst davor, diese Kraft, Stärke und Macht zu besitzen, zu sein, und diese dann manipulativ einzusetzen. Aber du wählst doch, was du tust mit deiner Gabe, mit deiner Kraft. Ja, ich meine, wenn du ein Messer in der Hand hast, wählst du auch, ob du es damit deinen Apfel aufschneidest oder ob du damit Löcher in die Wand bohrst. Ja, oder ein hübsches Muster in den Tisch reinschnitzt. Zum Beispiel, ja, jetzt nur eins meiner berühmten, aus dem Finger gesaugten Beispiele. Ja, ich meine, du entscheidest ja für dich. Was bringt dich dazu zu denken, dass du gewisse Gaben, gewisse Fähigkeiten negativ oder manipulativ einsetzen könntest? Aus welchem Grund? Hier erfordert es ein bisschen Innenschau, lieber Wassermann. Was brodelt hier in dir? Hat es was mit Rache zu tun? Hat es was mit einem Verlust, einer Trennung zu tun? Wo liegt die Ursache dieser Sache? Was sagen uns die Seelenbotschaften für dich, lieber Wassermann? Der Rat der geistigen Welt. Wir haben die 2, folge dem Weg deiner Seele und lasse dich von nichts und niemandem aufhalten. Auch nicht von dir selbst, lieber Wassermann, auch nicht von dir selbst. Dann haben wir die 6, dein tiefstes Begehren bindet dich, lasse es los und kläre dadurch deinen Geist. Lieber Wassermann, dein tiefstes Begehren bindet dich. Lass es los und kläre dadurch deinen Geist. Ich sage jetzt nichts dazu, okay? Ich sage nichts. Lass es einfach nur wirken. Und wenn du möchtest, schau nach beim Krafttier Kolibri. Und Hirsch. Was haben wir unter dem Deck? Die 31, du erfährst spirituelle Entfaltung. Gehe neue Wege und öffne dich für neue Erfahrungen. Lieber Wassermann, falls dieses Reading hier ein ziemlicher Schock für dich ist, dann tut es mir sehr leid, aber das waren jetzt die notwendigen Botschaften für dich, okay? Wir schauen jetzt mal speziell auf Thema Liebe, Partnerschaft und gucken, was es hier noch für Botschaften gibt für dich für den September 2020. Wir haben die Lernaufgaben, die Lektionen, die Weiterbildung, die Weiterentwicklung, wir haben die Familie. Das ist dein Stamm, das ist die Gemeinschaft deines Herzens, ob nun Blutsverwandtschaft oder nicht. Wir haben die Hingabe, die Kapitulation an das höhere Selbst, an das größere Ganze. Wir haben die Stagnation. Lieber Wassermann, es geht hier darum bei dir, dass auch gewisse Verbindungen, gewisse Liebesverbindungen, Ex-Verbindungen, Partnerschaften dir dienen auf deinem Weg. Ja, es gibt Situationen, es gibt Phasen, die sind schmerzhaft in einer Zweierkonstellation. Konstellation.
Aber auch hier entscheidest du, wie du diese Dinge annimmst für dich. Okay? Wie du dies annimmst und was du daraus machst. Bleibst du stecken in einer Sackgasse oder nutzt du die Kraft darin, diese Energie für den Wandel, für die Transformation? Wir haben den Ritter der Schwerter, Wassermannwaage, Zwilling. Wir haben die drei der Schwerter, Liebeskummer, Herzschmerz. Drei der Schwerter, Sternzeichen Waage, zehn der Kelche, Sternzeichen Fische. Auch liebestechnisch bereitet es dir hier Herzschmerz, wirklich glücklich zu sein. Das ist ein Kopfkino. Vielleicht auch solche Dinge, ja, ich habe es eh nicht verdient oder ich werde eh nie das Liebesglück finden oder ich habe bisher immer nur Scheißbeziehungen gehabt. Ich werde auch immer nur Scheißbeziehungen führen können, weil ich immer nur an solche und solche Partner gerate. Zum Beispiel, ja, das ist nur ein Beispiel, ihr Lieben. König der Schwerter, Luftzeichen, Waage, Wassermann, Zwilling. Wer bist du, lieber Wassermann? Wer bist du in der Partnerschaft? Welchen Part übernimmst du? Was bringst du ein? Wie führst du eine Partnerschaft? Was gibst du und was nimmst du? Welche Entscheidungen triffst du? Mit dem Verstand in einer emotionalen Verbindung. Keine Ahnung, warum ich dir gerade diese Fragen stelle, lieber Wassermann, aber sieht so aus, als wäre dies wichtig. Was bekommen wir für Herzbotschaften für dich? Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Lieber Wassermann, ich spüre hier eine Person, die dich noch nicht losgelassen hat, die dich noch nicht aufgegeben hat, auch wenn du irgendwo feststeckst in einem Loch. Hier glaubt jemand an dich, ganz fest. Für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Lieber Wassermann, ja, du bist gesegnet und ich glaube, du hast es vergessen. Ich glaube wirklich, du hast es vergessen und ich wünsche dir, dass du diese Dinge erkennst und dass du für dich selbst eine Entscheidung triffst. Auf der emotionalen Ebene. Herzlichen Dank, lieber Wassermann, fürs Zusehen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.